Das, was jetzt im Vorfeld zu dem Einzug der Bienen zu tun ist, dass diese Kästen eben halt winterfest und wetterfest sind. Denn diese Bienenkästen, diese sogenannten Bienenbeuten, die stehen Tag und Nacht in der Kälte, in dem Winter, bei Schnee und Eis und Regen und Sturm. Und damit die Bienen gemütlich haben und das Holz natürlich nicht verrottet, muss es gegen Witterung geschützt werden. Es gibt verschiedene Produkte und mit Leinöl streichen wir es jetzt. Das heißt, wir müssen mehrere Schichten streichen, damit das Holz auch gut gegen die Witterung geschützt ist. Also wir sehen hier die schon fertig gestrichenen Bauteile einer Bienenbeute, also dieses Bienenhauses. Eine Bienenbeute besteht im Wesentlichen aus drei Teilen. Aus dem Boden, den haben wir hier. Dann haben wir hier eine sogenannte Zarge mit den sogenannten Rähmchen. Die sind jetzt noch ohne Mittelwand. Hier wird dann eine Wachswand später eingelötet, auf denen die Bienen dann ihre Zellen bauen können und Brut pflegen bzw. Honig einlagern können. Je nachdem, was man mit dem Bienenvolk machen kann oder machen muss, kann man hier noch eine sogenannte Futterzarge einhängen. Über die Futterzarge wird das Bienenvolk gefüttert. Oder man kann hier eine Bienenflucht einlegen, die sorgt dann dafür, dass die Bienen den Honigraum verlassen. Heute kommen die Bienen auf das Dach der DZ-Bank. Jetzt haben wir in der alten Beute die Bienen mitgenommen, haben einmal kurz durchgeguckt, die Königin begrüßt, das heißt uns vergewissert, dass die Königin noch da ist und das Volk gesund ist, haben dann die Waben einzeln rübergehoben, haben dann einen Honigraum aufgesetzt und freuen uns dann im Sommer schon den ersten DZ-Bank-Honig schleudern zu können.